Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Grasgeflüster. Mein heutiges Thema, ich möchte meinen Unmut mal etwas Luft verschaffen. Es geht um meinen Mähroboter, den Husqvarna Automower 315X. Es geht jetzt explizit um dieses Modell, ich kann nicht für andere Modelle reden. Dieses Modell macht mir ganz schön Ärger. Um welchen Ärger sich das handelt, seht ihr schon in der Beschreibung, werde ich euch gleich zeigen. Ja, um die Sache mal von vornherein zu erklären, wie alles angefangen hat. Der Mäher, den habe ich mir neu gekauft. Er wurde vom Fachmann installiert. Allerdings stand früher hier noch ein Schuppen. Und so konnte er nach links und rechts die Leitung nur begrenzt legen. Jetzt ist der Schuppen weg, jetzt haben wir freie Fläche. Seitdem ich das Teil habe, und das ist schon einige Jahre, macht er mir immer Ärger mit reinfahren, gerade ganz besonders, wenn er in der Nähe der Ladestation erst sein Leitkabel findet. Dann fängt er an rumzueiern, ich kann euch ja mal ein Video zeigen, und findet nicht zur Station. Er dreht und wendet und macht. Ihr seht's ja. Wenn er von weiter weg schon der Schnur folgt, dann passiert's ab und zu, dass er auch wirklich geradeaus reinfährt. Aber auch nicht immer. Was soll das? Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So, dann habe ich natürlich angefangen, in den Einstellungen rumzuwühlen und habe versucht, alles Mögliche. Es wurde nicht besser. Es wurde einfach nicht besser. So, und jetzt habe ich vor kurzem endlich geschafft, den Installateur, den Chef, hierher zu bekommen, damit er mir jetzt mal endlich eine Lösung des Problems da offenlegt. Ja, im Prinzip hat er mir einfach nur gesagt, ich habe es falsch gemacht, ich habe die Einstellung vertüdelt und außerdem war es von der Gegebenheit her nicht besser möglich, das Kabel zu verlegen. Ja. Wenn es nicht besser möglich ist, warum macht er das denn erst? Warum sagt er mir nicht, du, tut mir leid, da kann ich dir den nicht hinbauen? Nein, er hat so eingebaut und ich ärgere mich seitdem darüber. Dieses Beratungsgespräch wurde mir übrigens mit 74 Euro in Rechnung gestellt. Vielen Dank. Ja, Ende vom Lied ist, dass ich jetzt das Kabel anders verlegen werde. Ich habe jetzt den Platz nach außen. Es ist so, es gehen drei Leitungen von der Ladestation weg. Einmal das Begrenzungskabel geht rechts raus, einmal um die Rasenfläche und kommt dann links wieder in die Ladestation. Das ist, sind praktisch zwei Leitungen, die wie auch immer aus dem Ladegerät kommen, aus der Ladestation. Und dann haben wir noch die Suchleitung oder das Leitkabel. Das geht mittig aus der Station heraus über das ganze Gelände. So, über das Leitkabel oder das Suchkabel fährt der Mähroboter nach Hause. Wenn er jetzt nach Hause kommt, und das ist das, woran es wahrscheinlich liegt, und man sagt ihm, er soll ein bisschen Korridor nennen die das, glaube ich, dass man neben der Suchleitung fährt, dann schlingert er so ein bisschen, damit man nicht immer noch so eine Spur da drin hat. Wenn er dann ein bisschen blöd eiert und kommt dann einer der Begrenzungsleitungen zu nahe, ja, dann muss er seine Heimfahrt abbrechen und denkt, oh, ich darf hier nicht weiter. Dann fängt er an rumzudrehen und zu machen und zu tun. Ja, also muss ich das jetzt verlegen. Anders verlegen. Ich muss dazu sagen, es ist alles nur Bedienerfehler und Installationsfehler, mehr oder weniger. Fehler würden sie ja nicht sagen, weil sie es ja selber installiert haben. Wenn ich jetzt mal genau drüber nachdenke, was das Problem an diesem Mäher ist und warum er so schlecht reinfindet, dann überlege ich mir, wo muss ich denn die Station aufbauen, damit sie vernünftig funktioniert? Da kam ich eigentlich zu dem einzigen Schluss, wenn diese Station richtig funktionieren soll und ich mir sicher sein will, dass es richtig funktioniert, dann muss ich die Station irgendwo mitten auf dem Rasen stellen. Und zwar so, dass die Begrenzungsleitung nach hinten rausgeht und sich dann über die Rasenfläche verteilt und das Leitkabel nach vorne weggeht. So kann keine Störung entstehen. Das wäre das Sicherste. Das ist Husqvarna-like. Für den 315X. Das kann es ja wohl nicht sein. Es gibt viele andere Hersteller.
Und die haben andere Techniken, die haben das richtig drauf. Ich kenne zum Beispiel, ich mache da jetzt keine Werbung für, ich kriege da auch nichts für. Ich habe zum Beispiel einen Kressmäher gesehen. Der fährt an der Begrenzungsleitung entlang an seine Ladestation, die direkt, man könnte sie hier anbauen. Man könnte sie direkt an die Steinkante ransetzen. Der fährt gerade seitlich ran, kommt an seine Kontakte und bleibt stehen. Der muss nicht lange suchen und hin und her eiern. Nein, der fährt da ran, merkt seine Kontakte und steht und lädt. So muss das sein. Ich meine, Husqvarna, echt, ihr habt so viel Erfahrung. Ihr prallt damit, dass ihr die längste Erfahrung mit Mährobotern habt. Und es fällt euch keine Lösung ein, für etwas komplizierte Positionen den Rasenmäher vernünftig in die Ladestation fahren zu lassen. Er hat Infrarot. Er hat ein Suchkabel, also ein Leitkabel. Warum macht ihr es nicht so, dass wenn der Mähroboter zu seiner Station kommt und über Infrarot Kontakt zur Ladestation aufnimmt, dass die Begrenzungsleitungen einfach deaktiviert werden, damit sie den Mähroboter nicht mehr stören können bei der Einfahrt? Ist das zu kompliziert? Ganz ehrlich. Okay, ich schweife ab. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Leitung finden, damit ich auch weiß, welche Platten ich aufnehmen muss. Dafür nehme ich wieder mein kleines süßes Radio. Und jetzt gucken wir erstmal, wo wir das Kabel überhaupt finden. Wo ist der Punkt? Das zeige ich euch mal hin. Ja, hier haben wir mein süßes, billiges Radio aus China. Und hier ist eine Leitung, die ich jetzt erstmal provisorisch verlegt habe. Da kann man natürlich prima testen, wie das Radio reagiert. So, man kann sagen, das Radio mittig drüber legen, dann sind wir genau über der Leitung. Okay, dann schauen wir mal, wo die Leitungen liegen. So, hier ist die Station. Dann gehen wir mal runter. Vermutlich haben wir hier das Suchkabel ziemlich hier in der Fuge. Und hier hier läuft ein Begrenzungskabel. Genauso hier. Mal gucken, das ist kein großer Abstand zur Suchleitung. Und mach mal aus. Und deshalb, das ist zu eng. Und das ist so, so kann es nicht wirklich gut funktionieren. Es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten. Aber was soll's. Es ist bei mir jetzt so gegeben. Ich werde jetzt nach Händlerangabe praktisch die Steine hier aufnehmen, wird die Leitung weiter auseinanderlegen und ich hoffe damit endlich die größte Sorge behoben zu haben. Guck mal, da haben wir sie ja schon. Uah, Ameisen. Lass uns das mal angucken. Der Abstand ist nicht ganz groß. Das mag gut sein, dass er sich davon gestört fühlt. Jetzt versuche ich hier möglichst weit auseinander zu gehen. Was heißt möglichst weit? Hier reicht wahrscheinlich, wenn ich hier die Platte an die Außenseite das Kabel lege. Hier nehme ich noch die Platte weg. Die möchte ich ungern anheben. Das geht dann schon unter den Erdhügel. Das muss gehen. Gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich die Platten alle aufgenommen. Für mich relevanten Platten. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir die Kabel mal ein bisschen weiter auseinander bekommen. Boah, das ist ja schon mal ein Anfang.
Hier kann er sich nicht mehr stören. Ja, meine Güte. Wenn er am Mähen ist, dann kann es sein, dass er. Ich kann sein, es wird so sein, dass er auch die Platten mitmäht. Bei der Fläche hier. Da frisst auch kein Brot jetzt. Nächste Strippe. Ja, Freunde, war gar nicht so ein großer Staatsakt. Ich wollte euch jetzt nicht zeigen, wie ich die Steine verlege. Ich bin kein Steinsetzer, ich bin Mechaniker. Aber ist mir ganz gut geglückt, oder? Sieht nicht schlimmer aus als vorher. Hab sogar ein bisschen Raum gewonnen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob der Mäher jetzt vernünftig in seine Hütte läuft. Yep. Die App ist übrigens auch träger geworden. Die ging schon mal schneller. Gut, Befehl wird gesendet. Et voilà, er fährt raus. Wenigstens das tut er vernünftig. Na, dann schauen wir mal. Leitung gefunden. Grobe Richtung peilen, da nicht. Okay. Was hast du jetzt vor? Da ist deine Leitung, genau. So, ab jetzt wird's halbwegs spannend. Aber normalerweise sollte er so sauber reinfinden. Allein dieses hier, Kasper, geht mir schon auf den Keks. Ja, nein. Ja, danke für nix. Was soll das? Jetzt hat er nur einen noch größeren Bereich, wo er rumeiern kann. Da habe ich mir schön ins eigene Knie mitgeschossen. Ja, und nu? Guckst du blöd, ne? Wäre ja da grob hin, aber nö. Aha. Aha. Ja, jetzt hat er so einen Kontakt nicht gefunden. Ja, ist auch noch so eine Geschichte. Kontakt. Ladekontakt. Gefunden. Fast in Rekordzeit. Ja Leute, das kann es nicht sein. Ich mache noch mal ein paar Tests, aber das war ja schon mal wieder ganz offensichtlich. Man kriegt es mit dem Husqvarna einfach nicht vernünftig hin. Das kann einen schon ganz schön ärgern. Das darf nicht so schwer sein. Machen wir noch ein paar Tests. Test Nummer 2. Was macht er jetzt? Okay. Geparkt. Jetzt frage ich euch,
Was war jetzt anders? Warum findet er jetzt gleich rein? Und warum hat er es eben nicht getan? Auf zum nächsten Test. Übrigens, ich habe es mir inzwischen gemütlich gemacht auf der Terrasse und die App zeigt mir immer noch an, Mähen auf dem Weg zur Ladestation. Das kann durchaus mal gute drei Minuten dauern, bis die App mir auch sagt, dass er mir auch wirklich in der Ladestation ist. Die Aktualisierung ist so schlecht geworden. Früher war es besser. Jetzt ist nicht mehr. Jetzt machen wir es mal ein bisschen komplizierter. Ich werde ihn sein Kabel recht spät, also recht dicht an der Station finden lassen. Und dann wollen wir mal sehen, was er davon hält. So, das ist gut. So, das Kabel hat er jetzt schon mal elegant verfehlt. Das Suchkabel oder das Leitkabel. Jetzt bin ich mal auf sein Verhalten gespannt. Da er jetzt noch keinen Plan hat, wo das Leitkabel sein könnte. Das wird er jetzt erst finden. Da, ja, da ist es. Was machst du jetzt damit? Ja gut, da ist jetzt der Schuppen im Weg. Meine Güte, irgendwie ein Überdach muss er doch haben. Das sieht schon mal gut aus. Und rein mit dir. Wenn jetzt noch der Kontakt da ist. Ja, drin. Also ich habe den Eindruck, es hat wohl etwas gebracht. Ich möchte jetzt aber nicht unbedingt behaupten, dass das Wahre ist. Ich werde mich damit abfinden müssen. Aber ich denke nicht, dass ich mir jemals wieder einen Husqvarna-Mähroboter kaufen werde. Es sei denn, die können mich glaubhaft davon überzeugen, dass sie eine intelligentere Technik auf den Markt gebracht haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Abonniert mich bitte. Würde mich sehr freuen und einen schönen Tag noch bis zu den nächsten Videos von mir. Bis dann, bei Grasgeflüster.